Und da sind wir wieder, Leute, bei Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Und ich sehe gerade was. Meine Potion. Eine. Och, ihr wollt bitte verarschen. Steh auf, Snake. Komm hier raus irgendwie. Jo, alles klar. So, ich grüße mal kurz das Johnny Bärchi. Ne, das John Bärchi. Weil ich gerade im Skype-Chat daran erinnert wurde. Ja, Insider wissen Bescheid und... Fuck you. Mach mal die Tür auf. Dick E. Weil ich heute mal zwei Parts aufnehme. Das ist gar nicht, soll ich die mal hinterher stiefeln, dem Kerl? Ach, irgendwie habe ich keine Lust, dem hinterher zu dödeln. Ich geh mal. Muss ich jetzt eigentlich schon runter? Das weiß ich jetzt nicht so genau. Jetzt ist der Typ da hinten. Ich habe jetzt eigentlich gar keinen Plan, wo ich hinlaufen soll, ohne Scheiß. Und ich gehe nochmal hoch. Ich habe keinen Plan, Leute. Keine Ahnung, keinen Plan, keinen... Ja. Vor allem, wie mir gleich gerade einfällt, dass das, was gerade ins... Skype geschrieben wurde, wirklich geheißen hat, ich soll einmal John Bärchi sagen. Wir wollen bitte verarschen. Ach, wisst ihr, ich bin nur nicht so mit der Dreiecktaste warm geworden. Könnt ihr mich eigentlich sehen? Nee, ne? Wieso steige ich da überhaupt hoch? Egal, da oben. Ist doch was, Leute, es hat sich gelohnt. Ein Thermgerät oder irgendwas. Drüben haben wir noch was. Der Typ wandert da unten rum. Wohin wandert der? Sieht so aus, als würde er um den Turm rumrennen. Ich meine, ihr seht vielleicht den roten Punkt da unten nicht, aber... Ne, der ist nicht hochgekommen. Puh, ich hab schon gedacht, ey. Ich weiß gar nicht, kommen wir schneller runter? Ne, ich will es jetzt gar nicht wissen, weil... wirklich verarschen. Wow. Tschüss, Mann. Oh, fuck. Scheiße, jetzt hat er sehr groß. Schnell weg. Ich weiß jetzt nicht, ob der... Oder kommen die? Ich glaube nicht. So. Nach unten. Ich kann jetzt eigentlich nur noch an diesen John Bärchi. Fragt mich bisher nicht, was es ist. Ihr wollt es gar nicht wissen. Nein.
shit, der hat geschossen. Der andere hat es aber nicht gemerkt. Oh, ich wollte mich da verarschen. Was ist denn da los? Die kommen aber hier nicht rüber, weil die Bomben da sind. Macht das den gleichen Scheiß wieder? Und ich mache meinen kleinen Scheiß wieder. So, und wieder durch. Und mal gucken, was der dabei hat. Jo, der hat mich nicht gesehen. Gut, runter. Jo, Kumpel, das nimmt mir eiskalt erwischt. Ach Gott. Ich muss echt nur mit der Steuerung warm werden, ohne Scheiß. Spiel gekauft, seit Jahren nicht mehr gespielt und dann gleich... Genau. Ja, und dann gleich hier loszocken, das ist immer ein wenig kritisch. Aber ich finde, ich stelle mich gar nicht so dumm an. Natürlich alles irgendwie anders, ne? Gegner sind da und ja. Muss ich da jetzt eigentlich lang? Ja, ich musste lang. Das ist unser Kumpel da. Aber dem gehe ich jetzt... Wow, fuck. Da ist ja noch einer. Aber da sehe ich nur die Waffenspitze. Und tschüss mal. So, dann schleppe ich mal kurz hier hin, den du jetzt ja nicht rein. Bohne Ration. So. Und jetzt gehen wir wieder da durch. Deck A, jetzt müssen wir schon wieder ganz unten. Der hat eine ganz andere Route. Jetzt sieht er das? Oh, scheiße. Ich blute. Nein. Na? Ja. Braver Junge.
Der steht immer noch da unten, der Typ. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich zurück muss. Der pennt immer noch. Jo. Nee, ich kann da immer noch nicht lang. Und ich werde auch nie lang können, weil wahrscheinlich immer zu ist. Ich muss, glaube ich, wieder zurück. Wir müssen da lang. Ja, da kam ich her, ne? Mann, ich habe gerade gar keinen Plan, wo... Hier war der Typ, der sitzt auf der anderen Seite. Wieso? Wieso? Ach, das visiert immer automatisch an, aber ich bin das gar nicht gewohnt. Na? Schlaf ein, mein Freund. Wollte nicht. Oder beziehungsweise nicht schnell genug. So, mal gucken. Ach, will nichts hergeben. Was? Okay. Hier komme ich raus, aber wieso will ich raus? Ne, ich will rein. Hab ich mir gerade überlegt. Tschüss! Okay, jetzt muss ich echt zugeben, ich habe gerade einen Plan. Snake, watch out for the floor there. It's wet from the rain. You'll leave tracks if you just walk on it. If someone finds your prints, they may decide to raise alarm. Crawl instead and you won't leave any traces. Toll. Danke für die Info. Leute, wo geht es weiter? Das war doch hier irgendwo. Da geht's auch raus. Da geht's wieder in die Lounge. Wo ging es denn? Oh, Engine Room. Ah, ich glaube, ich bin richtig. Raven? Ja, es ist Raven. Schreckchen. Du hast nichts drin. Wow. Crazy Szene. Gute Nacht, Kumpel.
So, komm mal mit. Den packen wir mal schön weg, ne? Den hat es nie gegeben. Wenn wir Munition brauchen, können wir ja die Typen ausrauben. So, du gehst dann eben deinen Leichenkumpel. Der ist allerdings nicht mehr so lebendig wie du. Da unten läuft einer rum. So, jetzt schalten wir erstmal aus. Nummer 1. Ah, jetzt haut er ab. Warte mal, der ist gleich wieder da. Warten wir doch einfach mal so lange. Ich meine, wir haben ja Zeit. Hä? Was war das? Ja, der pennt gleich an. Oh shit. Da unten ist noch einer. Da steht er. Kann ich den irgendwie erwischen? Da drüben ist auch einer. Na, schläft er ein? Ich habe ihn am Arm erwischt. Das könnte etwas länger dauern. Aber ich möchte mal... Ja. Weil umso weiter man vom Kopf entfernt trifft, umso länger dauert die Betäubung. So. Da geht's rüber. Da hinten ist Narration. Jetzt sind wir glaube ich schon 5. Nein, wir müssen 4. Da oben. Ist da oben einer? Jo, da ist einer. Ach Gott. Den eliminiere ich mal von hier. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange der eine noch pennt, den wir vorhin da von drüben eliminiert haben. Eliminiert vorhin. Und pennt gleich an. Ah, da pennt er noch. Oh, da unten ist einer. Der hat uns Gott sei Dank nicht gesehen. Oh Gott, der kommt hier hoch. Oh Scheiße. Repair of the entrance way to the engine room on the port side is complete. We'll return to position following patrol of the small room on the port side. Und tschüss machen.
So. Dann kommt man mit. Wo geht's denn da hin? Ah! Das ist nämlich der Stinker, der Typ. Genau. Jetzt weiß ich wieder, woher der kam. Oh. Snake, there's another set of infrared sensors in place. If you touch that, the explosives will detonate and that ship will be pulverized. I'm not in the mood to go sleep with the fishes, but there are too many sensors. Looks like I'll have to find another way. No need to worry. There's a way through. Take a close look. Do you see the thing with blinking green lights right next to the explosives? That's the control unit for the sensors. Destroy that, and the sensors stop functioning. You can't get in close enough to touch it, so you'll have to shoot it out. But the M9's knockout rounds won't work. The USP you picked up should do the trick. Use that gun. Jetzt dürfen wir, oder sollen wir zuerst mal unsere andere Waffe benutzen. So. Jetzt kann man natürlich auch noch was zusätzlich benutzen. So, das hier. Oder war das das? Gefährlich, gefährlich, gefährlich. So. Ja, da kann man nämlich die roten Kästchen besser sehen. Eine abgeschaltet. Fehlen noch drei. Scheiße, Mann. Könnten natürlich auch sonst wo sein, aber da ist noch einer. Scheiße, ist der übel. Warte mal, hier müsste doch auch irgendwo einer sein, oder? War hier nicht auch einer? Mal gucken. Weil das leuchtet dann so rot hell. Oder habe ich noch was anderes? Da oben ist glaube ich noch einer. Na, na, springst du jetzt da hoch, Snake? Ja, da haben wir einen. So, kein Schritt weiter. So, jetzt sind alle abgeschalten. Und jetzt können wir durch. Ja, den kann man nämlich mit dem Wärmesensor da sehen, weil die so warm sind, ne? Personnel report to the holds in 10 minutes time for the scheduled briefing session with the Commandant. You are ordered to continue manning your posts until that time. Oh, das spuckt sowas aus. Wir müssen jetzt einfach geradeaus weiterlaufen und dann passiert etwas. Oh, ja. Den hatte ich total vergessen. Jo.
Den Typen gibt es hier nämlich auch noch. Yeah. Übel. Ah, Scheiße, Mann. Voll verkackt, ey. Wie der halt direkt den Alarm ausgelöst hat, ne? Wow! Oh, fuck you. Wow. Zum ersten Mal getötet. Boah, bin ich übel, ey. Ah, geht nicht. Jo, coole Musik, Alter. Dann versteckt eure Sicherheit mal und tschüss, Mann. Ja. So, jetzt laufen wir noch hier lang. Was ist jetzt los? Oh, ich glaube, wir haben ein Problem. Yes, sir. We will secure your exit with our lives if necessary. There is one more thing. Yes, sir. My daughter, keep her safe. Yes, sir. Oh, shit. Who was it?
Ich bin gerade mit einem Ding geschossen. Oh! Was fangen die hier plötzlich an rumzujumpen? Fuck it. So, erledigt. Boah, Penner. So, jetzt müssten wir... Oh, Shalashaska. Why are you here? We thought you were with the Colonel. What the? Snake, are you in yet? Have you made it to the holds? It's taking longer than I expected. We've already passed the Verrazano Bridge. All right, we'll use another recovery point. They may be planning to change course. What? The exits to the deck are all sealed. What are they planning? If they get Metal Gear, we're going right off the fringe. You're all familiar with the Shadow Moses. The men down here are definitely Marines. If the deck is sealed off, they have no way of knowing that the ship's been taken over. I'm not interested in fighting these guys. The weapons won't do me much good here. Can you see Metal Gear? No. I'll have to go around to the bow. They have some serious defenses here. I doubt the recent arrivals want to blast their way through the Marines either. Wonder where they're headed? I don't know. Not the beach, that's for sure. Okay, Snake. Let's go over this one more time. Use this camera to get photographic evidence of the Metal Gear prototype. Now do your thing and take pictures that speak louder than the government's plausible denials. We need four shots. Metal Gear from the front, front right, and front left, and a close-up of the Marine Corps marking. Marking? There should be a Marine's insignia on the body of Metal Gear. Just let someone try explaining away a clear shot of that. All right. There's actually one little thing. Just spit it out. I'm used to things going wrong. It looks like someone's monitoring our transmission. Who? I don't have a clue. All they're doing is watching. It would creep me out less if they tried to interfere with our communications. Could it have something to do with that cipher we saw? Maybe. I've switched the encryption protocol for our burst transmission for now. What I want to do is use a different method for sending these photos, just in case. Instead of using the codec? Exactly. There's a workstation in the southeast corner of the block where Metal Gear is housed. I've made arrangements so that you can send the pictures from the machine.
arrangements? I hitched a ride on Link 16 into U.S. military's proprietary network. Managed to get into that workstation and overwrote a part of the system software so I could remote install a little app I wrote. Why bother with anything that complicated? No, it's pretty simple, really. Look, all you have to do is stand in front of the machine and push the action button. The app will automatically launch and download the image data from the camera, split the files, and encrypt them individually. The data packets can then masquerade as... Okay, okay. So all I have to do is push the action button in front of the computer once I have the pictures, right? Well, sure, if you put it that way. And one more thing. The Commandant's already begun his speech, but you need to get the pictures before he's done talking. Otherwise, they'll spot you, okay? How much time do I have? I hacked into his personal files and took a look at the text of that speech. I'd say you have 7 more minutes. Longer if he throws in a joke or two. A 7-minute time limit, huh? Remember, Snake, just the photos, okay? With these kinds of odds, I won't be making any sudden moves. But that doesn't mean we can just let Metal Gear be hijacked. Okay, okay, but first the photos. All right, we'll deal with the rest when we get there. Stay low. So, ich habe nur noch 7 Minuten Zeit und ich werde jetzt speichern und das Spiel beenden. Und das machen wir natürlich im nächsten Part. Aber wir hören uns natürlich noch an, was Otacon uns jetzt noch zu sagen hat. Nachdem ich gespeichert habe, wo schon einige Stunde gespielt habe. Jetzt wahrscheinlich schon mehr. Oh, fast 2. Another Chinese proverb. Those who look to the heavens prosper. Those who defy it are no more. Do you know this one? The meaning here is... Hold on a second. That you can only survive as long as you're a part of the natural order of things. You remember pre-ripped jeans? Manufacturers thought that just because people loved old, broken-in jeans, they would want to buy new jeans that looked old. So they purposefully... What do jeans have to do with nature and order? Denim should fray and rip on its own, naturally, right? Some designers tried to go against that, and no one bought them. The earnings report from that fiscal year is enough of a proof. Earnings? Jo, und dann bis zum nächsten Part, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und denkt an den John Berchi. Also, bis dann.